So, wir befinden uns im ersten kleinen Gang. Das ist die Drehzahl. Da läuft das Getriebe mit einer relativ geringen Drehzahl hinten. Ich betätige mal den Split-Schalter. Das heißt, ich mache den ersten großen ausgelöst, betätige die Kupplung und man sieht, klack, eins high und die Drehzahl geht hoch. Ich schalte nochmal zurück, Split zurück und das Ventil hier vorne wird gleich schalten. Klack. So, nimm wieder ein 1 Low. Jetzt gehe ich die Hauptgänge einfach mal durch. Das heißt, ich drücke den Schaltknüppel nach vorne und betätige dann die Kupplung. Dann kann man hier die Ventile sehen, wie sie durchschalten und hinten, wie die Folge dann halt schneller dreht. Klack. Das ist der zweite große Gang. Das ist der dritte große Gang. Der kleine Gang. Drehzahl ist schon etwas höher. Ich schalte in den vierten. Wenn ich jetzt in den fünften schalte, müsste sich wieder zwei Zylinder, drei bewegen. Ja. Wird schneller. Druck ist auf knapp 2 Bar. Ich warte ein bisschen ab. Steige noch an, okay. Ich schalte in den sechsten großen. In den siebten. Und in den achten. Nein. Ja. Das ist die Drehzahlmessung. Nun schalte ich wieder zurück. Das heißt, Schaltknüppel nach hinten ziehen. Kupplung drücken. 7. Drehzahl geht wieder runter. Ich schalte alle Gänge nochmal zurück. Und klack. Der sechste, das ist der fünfte, 5 Low auf 4 High. Jetzt müssen alle 4 Ventile, Zylinder schalten. Zack. Dritte, zweite, erste und tiefer als der ersten lässt er nicht zu. Geht nicht. Und höher als den achten, schalten wir nochmal alle durch. 2, 3, 4. Müssen kurz auf den Druck warten. Okay. 5. Sechs, sieben, Druck, und acht. Das ist der größte Gang, höchste Drehzahl. Ich versuche noch höher zu schalten, passiert aber nichts, geht nicht. Auch hier geht natürlich ein Splitgang runter, schalten, klack. Er ist geschaltet, ich gehe den Split nochmal hoch. Zack. Ja, sehr viel mehr kann man dazu eigentlich nicht zeigen.